einmal das Monsterlexikon angucken für die großen Jagras. Das haben wir ja jetzt offensichtlich erweitert. Wir können die Belohnung jetzt auch sehen. Okay. Kopf gebrochen. Die Mähne. Okay, also wenn man dann Tatsache auch darauf erstmal so ein bisschen. Also man kann sozusagen auf den Kopf und auf den Torso und auf die Vorderbeine und die kann man brechen, dann bekommt man dementsprechend Mähne, Klauen oder Haut. Und das finde ich cool. Okay, gut, damit haben wir das auf jeden Fall für den auch. Und dann möchte ich jetzt einmal kurz speichern. Ich weiß, das Spiel speichert automatisch und dieses Speichern war jetzt überflüssig. Aber ich wollte trotzdem speichern. Und da wollen wir mal mit Oh, der du Guten bist so reden. nett zu mir. Also, Fünferin, stimmt es? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen. Das sind ja tolle Nachrichten. Freust du dich wirklich oder ist das jetzt nur so gespielt? Man weiß es nicht. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Ah, toll, danke. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert. Nicht nur der Drachenälteste, mit dem du hergekommen bist. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis instand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Die Ressourcenzentrale hier ist dafür verantwortlich, die Arbeit aufzuteilen und sicherzustellen, dass sie erledigt wird. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition in den uralten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass er sicher ist. Ja, da weißt du ja schon wo. Wenn Monster beschlossen haben, es sich an deinem Ort gemütlich zu machen, musst du sie davonjagen. Enttäusch mich nicht. Verstanden? Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Ein neuer kritischer Beutezug ist verfügbar. Lager im uralten Wald aufbauen. Sichere den Lagerplatz. Und dann wollen wir das auch tun, ja? Tutorial, die Ressourcenzentrale. In der Ressourcenzentrale werden die Forscheranfragen sowie die für deren Untersuchung benötigten Ressourcen verwaltet. Beutezüge erfordern eine vorherige Registrierung, während du Lieferanfragen abschließen kannst, indem du einfach die Objekte abgibst. Wenn du Untersuchungen während Quests und Expeditionen freischaltest, tritt mit der Ressourcenzentrale in Kontakt, um diese als spezielle Quest verfügbar zu machen. Im Startmenü kannst du unter Ressourcenzentrale jederzeit Informationen zur Ressourcenzentrale abrufen. Also, wenn ich sowas finde wie diesen Lagerplatz, dann kann ich da mit denen reden oder gewisse andere Sachen. Okay. Ja, Beutezüge, Tutorial, Beutezüge. Beutezüge sind Aufgaben, die du im Laufe deiner Quests und Expeditionen absolvierst. Sieh dir zuerst die kritischen Beutezüge an, dann wähle eine Beutezug aus. Du kannst mehrere Beutezüge gleichzeitig annehmen. Für die meisten Beutezüge erhältst du Rüstkugeln und Forschungspunkte. Wenn du einen Beutezug abgeschlossen hast, sieh in der Ressourcenzentrale vorbei, um dir deine Belohnung abzuholen. Kritische Beutezüge und registrierte Beutezüge. Kritische Beutezüge. Diese Beutezüge schalten neue Einrichtungen frei oder verbessern die bestehenden Einrichtungen. Sie werden automatisch angenommen und können alle parallel zu deinen registrierten Beutezügen sowie zueinander abgeschlossen werden. Davon kannst du bis zu 6 aus einer Liste annehmen. Die Liste wird aktualisiert, wenn du von einer Quest
oder Expedition zurückkehrst, weshalb du sie regelmäßig aufrufen solltest. Befristete Beutezüge, diese Quests werden regelmäßig Online-Nutzern aus der ganzen Welt angeboten und sind lediglich für einen bestimmten Zeitraum verfügbar. Bei Erscheinen des nächsten befristeten Beutezugs wird der vorherige überschrieben. Wenn du sie alle absolvieren willst, solltest du das Ablaufdatum in Betracht lassen. Registriert haben wir keinen. Kritisch haben wir einen. Lager im uralten Wald aufbauen, der ist auch schon angenommen. Untersuchung. Tutorial Untersuchung. Manchmal, wenn du Monsterspuren oder Materialien sammelst, Monsterteile brichst oder Monster erlegst, schaffst du eine neue Untersuchung frei. Setze dich mit der Ressourcenzentrale in Verbindung, um diese Untersuchung als spezielle Quest verfügbar zu machen, für die es zusätzliche Belohnungsplätze gibt oder für die du mehrere Monster erlegen musst. Außerdem können diese nur begrenzt oft angenommen werden. Was für eine Untersuchung du erhältst, ist von der Gegend abhängig, die du erkundet hast. Schwierigere Untersuchungen wie das Erlegen mehrerer Monster bieten quantitativ und qualitativ bessere Belohnungen. Um eine Untersuchung vorzunehmen, musst du zuerst unter Untersuchungen die Liste mit den verfügbaren Quests öffnen und dann die registrierten, die du vornehmen möchtest. Danach kannst du sie am Questschalter annehmen, indem du Untersuchungen auswählst. Du kannst nur eine bestimmte Zahl von Untersuchungen registrieren bzw. insgesamt haben. Wenn du keine weiteren Untersuchungen mehr registrieren kannst, drücke R, um welche zu entfernen. Ach so, und das ist dann hier sowas zum Beispiel, okay. Und Lieferungen, Tutorial, die das Einreichen von Lieferanfragen. Die Lieferanfragen, die du von Forschern annimmst, schließt du ab, indem du die hier angegebenen Objekte bei der Ressourcen einreichen. Für den Abschluss von Lieferungen erhältst du Zutaten für die Kantine oder verbesserst deine Einrichtung. Alles klar. Ach so, okay, jetzt kann ich das sagen, weil ich habe die Lieferung ja schon fertig. Ein neues Lager ist jetzt verfügbar im Alten Wald. Okay, gut, das ist praktisch. Dann konnten wir das direkt erfüllen. Und den müssen wir trotzdem noch machen. Okay, starten wir diese Expedition. Wir treffen uns am Tor. Das Tor ist ja weit weg. Jetzt gerade sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Klar. Ach so, und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte da jetzt hin. Und das dann einfach erforschen. Das finde ich auch cool. Und jetzt kann ich sogar das Lager aussuchen. Dann gehen wir mal zu dem neuen Lager. Ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf, auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler war und der mich jetzt gleich anmeckern. Ich muss jetzt zu dem anderen Lager laufen. Hätte er sich vorher überlegen müssen.
Tutorial-Expedition. Du kannst zu einer Expedition aufbrechen, indem du ein Ziel auf der Weltkarte auswählst, ohne vorher eine Quest zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Quests ist das Ende von Expeditionen offen, wodurch sie sich gut eignen, um die Welt zu erkunden. Das finde ich gut, weil das haben wir ja eben sozusagen unter Zeitdruck gemacht. Expeditionen verfügen über folgende besondere Eigenschaften. Sie haben kein Zeitlimit, sie scheitern nicht, egal wie oft du ohnmächtig wirst, und sie besitzen weder Abschlussbedingungen noch gibt es für sie Belohnungen. Aber du behältst die vorhin gesagt Materialien und Punkte. Also wenn wir Monster jagen, ist es okay. Monster verlassen das Feld nach einer gewissen Zeit. Also die tauschen sich sozusagen aus. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Du entscheidest, wann du von einer Expedition zurückkehren möchtest. Bist du mit dem Erkunden fertig, kehrst du zurück, indem du in einen der folgenden Schritte ausführst. Sprich mit der Wildexpertin im Lager. Wähle im Menü von Expedition zurückkehren oder wähle auf der Weltkarte das Hauptquartier aus. Kehrst du nach Abschluss einer Quest ins Lager zurück, wechselst du automatisch zu einer Expedition. Nimmst du von deiner Wildexpertin eine neue Quest an, wird diese schneller vorbereitet. Vorausgesetzt, die neue Quest findet am selben Ort statt. Lass uns nach dem Lager suchen. Falls ich das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Ja, das werden wir dann immer machen, gerade wenn wir neue Gebiete bekommen, um die Karten freizuschalten und um gewisse Sammelobjekte zu bekommen. Sehr wahrscheinlich werden wir dann. Hey Lucina, alles gut bei dir? Hier jetzt mal diese letzten Sammelobjekte noch hinzufügen, beziehungsweise gucken, was wir hier in diesem fünften Gebiet noch finden können. Weil dann sind Sammelquests und diese ganzen Suchquests dann deutlich einfacher. Wir haben den Wald hier jetzt schließlich eingeteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gebiete. Das ist so eine Schnecke, das finde ich auch okay. Auch wenn es mich triggert, dass ich nicht direkt von Gebiet 10 in Gebiet 11 kann, aber ist egal. Okay, dann gucken wir uns mal Gebiet 5 an, würde ich sagen, wenn das möglich ist. Nachdem wir mit der netten Dame noch einmal kurz geredet haben, weil du. Hallo? Weil du ja das Ausrufezeichen im Kopf hast. Geht soweit. Das freut mich zu hören, Lucy. Bei mir ist alles gut soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Und ich muss echt sagen, ja, du gehst ja jetzt echt stark auf die 400 zu, ne? Ich danke dir vielmals, dass du so viel da bist, ey. Das ist echt unglaublich. Wie sage ich immer, Forschung ist fein, doch erst hauen wir rein. Okay, interessant. Hast du einen Grillspieß dabei? Grill einfach rohes Fleisch, bis es goldbraun ist, dann wird deine Ausdauer erhöht. Drücke rechte Maustaste, um das Fleisch vom Feuer zu nehmen. Behalte es im Auge, lass es nicht anbrennen. Wenn du Abtonovs erlegst, solltest du rotes Fleisch erhalten, also okay. Ja. Wo ist denn das neue Lager? Julian darf gerne mitkommen. Ich will auch ein Fleisch, wie sie. Ja, gut. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich hier einfach klettern kann. Ich kann immer nur runterspringen. Ich hoffe einfach, es gibt keinen Fallschaden. So, dann wollen wir mal gucken, was das hier ist. Äh,
Wo sind denn jetzt die Fußspuren hin? Ich wollte gerade zeigen, hier sind doch Fußspuren, hallo. Und wir können ruhig ein bisschen was sammeln hier noch. Dann können wir nämlich Kraut und so herstellen. Also, beziehungsweise dann können wir hier so ein paar Sachen noch herstellen. Bitterkäfer. Dann können wir unser Rezeptbuch in Anführungsstrichen auch vervollständigen, auch wenn das ja in dem Sinne nicht gibt. Der trifft mich auch noch. Der greift einmal an und dann trifft er auch noch. Richtig frech. Nett, du greifst mich nicht an. Ja, mach das. Viel Spaß beim Aufräumen, Lucy. Laufe ich dem jetzt gerade hinterher? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich glaube schon. Verdammt. Aber der muss mich ja nicht gleich angreifen, oder? Okay, der ist einfach da. Ich muss einfach geradeaus durch das Gebiet. Das ist praktisch. Da muss ich ihm nämlich nicht folgen. Wollt ihr wirklich kämpfen? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ihr nicht kämpfen wollt, aber... Oh. Ey Leute, ich habe nicht mal so viel Zeit, wie ich möchte, ne? Nächstes Mal überlegt ihr euch das zweimal, ob ihr mich angreift oder nicht. Boah, ich hätte dich echt leben lassen, ne? Aber wer nicht will, der hat schon, ne? Vielleicht können wir dann die das nächste Rüstungsset sozusagen gleich mal herstellen für uns. Das wäre dann die Knochenrüstung. Dann hätten wir ein zweites Rüstungsset, was wir rein theoretisch ausrüsten können. Aber natürlich nicht müssen. Also. Aber wie gesagt, die Rüstungssets möchte ich mit euch. Alle erforschen, also bis zum bis zu dem Punkt, dass wir alle Rüstungen haben, das möchte ich schon machen. Hier könnten wir vielleicht noch mal gucken, ob wir hier noch ein Lager aufschlagen können, weil das ist ja auch so ein bisschen abseits. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal in Gebiet 5. Und da waren wir nämlich schließlich noch nicht. Und so wie es aussieht, mussten wir da sowieso hin.
eine Vase. Ein Kulu Yaku. Oh, auch cool. Ja, hi. Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah, ja. Tutorial, Karte, Spielkäfer. Deine Spielkäfer können dich zu Monstern, Grimalkypnen und sammelbaren Objekten führen. Drücke M, um die Gebietskarte zu öffnen. Wenn dann, wähle dann mit dem Cursor das gewünschte Ziel aus und drücke, ich schätze mal Tab, um es zu markieren. Danach übernehmen die Spielkäfer den Rest. Auf Expeditionen wird die Leitfunktion deiner Spielkäfer nicht einfach durch das Sammeln von Monsterspuren aktiviert. Benutze dazu die Kartenmarkierung. Okay, also muss ich jetzt... Um von einer Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Ja, ja, ich möchte trotzdem jetzt erstmal hier das fünfte Gebiet einmal mir angucken. Und dann können wir den Raphalos ein bisschen mehr untersuchen, das ist auch mal nett. Und uns zumindest hier einmal umgucken. Was hier denn alles so Schönes ist. Was ich ja persönlich auch als super sinnvoll erachte. Gerade wenn das auf der Karte dann angezeigt wird. Ja, ich möchte eben das Gebiet hier vervollständigen. Einen Moment, ich bin... gleich dann wieder da. Dann wollen wir die mal mitnehmen. Also nur einen davon erstmal. Dann habe ich mich eben Tatsache komplett falsch entschieden, was die Richtung angeht. Man könnte meinen, mache ich jetzt auch. Aber wir wollen natürlich hier mal gucken. Ich möchte mich hier halt umgucken. Sagen wir es so, wie es ist.